Heute möchte ich Ihnen den Green Open Access vorstellen und auch vor allem, was die SUP Ihnen da anbieten kann an Services. Ja, viele Wege führen nach Rom und so schaut es auch mit Open Access aus. Generell wird allerdings zwischen vor allem zwei Wegen unterschieden, einmal dem goldenen und dem grünen Weg zu Open Access. Der goldene Weg bezeichnet dabei die Open Access Erstveröffentlichungen in Zeitschriften, aber auch Erstveröffentlichungen einer Monographie oder eines Beitrages in einem Sammelband. Wobei hierbei üblicherweise derselbe Qualitätssicherungsprozess, also Peer Review, durchlaufen wird wie auch bei einer Closed Access Veröffentlichung. Neben dem goldenen Weg, und darum soll es auch heute gehen, gibt es aber auch den grünen Weg. Der grüne Weg des Open Access Publizierens ist die Methode sozusagen, um Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen zu ermöglichen, die bereits in einer Closed Access Zeitschrift erschienen sind, also in einer traditionellen Zeitschrift. Es bezeichnet dabei Parallele oder aber auch nachträgliche Zweitveröffentlichung und Archivierung in einem institutionellen oder disziplinären Repositorium, kann aber auch die Webseite der AutorInnen selber sein. Es ist möglich für Zeitschriftenartikel, aber auch für weitere Dokumentarten, wie schon erwähnt, für Monographien, Beiträge in Sammelbänden, Forschungsberichte oder auch Konferenzproceedings. Auch Gold Open Access Publikationen können zusätzlich noch über Repositorien verbreitet werden, um die Sichtbarkeit der Ergebnisse nochmal zu erhöhen. Ja, jetzt die Frage, wie funktioniert Green Open Access eigentlich? Also die AutorInnen laden eine Kopie des Preprints oder auch des Postprints oder wenn erlaubt, auch eine publizierte Version, die Verlagsversion auf ein Open Access Repositorium. Und jetzt habe ich so mit verschiedenen Begriffen um mich geschlagen. Hier vielleicht noch ganz kurz einen Exkurs zu den verschiedenen Dokumentversionen. Das Preprint ist eine noch nicht begutachtete Publikation. Das heißt, die Qualitätsprüfung hat nicht stattgefunden. Keine Begutachtung, kein Peer-Review-Verfahren. Das wird auch daher manchmal als die Manuskriptfassung bezeichnet und stellt sozusagen die Rohversion, die Rohfassung eines wissenschaftlichen Dokuments dar. Das Postprint, das ist der Text, der nun bereits schon begutachtet wurde, also das Peer-Review-Verfahren unterlaufen hat, kann oder sollte eigentlich mit der Verlagsversion inhaltlich gleich sein, unterscheidet sich dann aber durch die Formatierung, das Layout und auch die Paginierung im Vergleich zur Verlagsversion. Hier wird auch dann von der akzeptierten Autorenfassung Authors Manuscript gesprochen. Ja, und last but not least gibt es auch natürlich die Verlagsversion. Die benötigt eigentlich keine Erklärung. Das ist dann die vom Verlag veröffentlichte Fassung, wird auch Publishers Version oder Version of Record bezeichnet. Einige Verlage, zum Beispiel De Gruyter, erlauben auch diese Version, die eigene publizierte Version, dann zum Hochladen auf einem Dokumentenserver. Ja, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, warum sollte ich mich mit Zweitveröffentlichung, mit Green Open Access überhaupt beschäftigen? Eine Zweitveröffentlichung in einem Repositorium ermöglicht es, die Erstveröffentlichung eben in einer Zeitschrift der eigenen Wahl zu publizieren, unter anderem dann eben auch in den traditionellen Closed Access Zeitschriften, bietet dann aber auch die Möglichkeit, eben nochmal Open Access zu veröffentlichen. Und das wird in Zukunft immer wichtiger, weil viele Forschungsförderer diesen Anspruch haben, dass eben auch Open Access publiziert werden soll und auch die eigene Universität das in den Open Access-Richtlinien verankert haben kann. Vorteile von Open Access sind mannigfaltig. Darüber hatten wir ja auch schon am Montag was in der Coffee Lecture gehört, in der ersten allgemein zur Open Access. Insgesamt also führt eine Open Access Publikation zur schnelleren Verbreitung der Forschungsergebnisse und natürlich auch zur erhöhten Sichtbarkeit und hoffentlich dann auch zu erhöhten Zitationsraten im Vergleich dann vor allem zu den traditionellen Modellen. Ja, hier vielleicht noch ganz kurz der Ablauf, wie Green Open Access in den Publikationsprozess passt. Am Anfang ganz gleich wie auch bei dem traditionellen Publikationsvorgang, also öffentlich finanzierte ForscherInnen forschen, fassen dann die Forschungsergebnisse zusammen
Die Manuskripte werden dann in traditionellen Zeitschriften eingereicht, begutachtet, also durchlaufen das Peer-Review-Verfahren. Und wenn alles klappt, dann werden sie zur Veröffentlichung angenommen. Wichtig hier, oder wenn es möglich ist, ist es gut, wenn die AutorInnen dann nur nicht exklusive Nutzungsrechte vergeben. Ja, und ja, die publizierten Versionen der Artikel stehen dann erstmal nur den Abonnenten der Zeitschriften sofort zur Verfügung. Also an der SUB zum Beispiel lizenzieren wir ja verschiedene Pakete und können auf verschiedene Zeitschriften, verschiedene Verlagspakete zugreifen. Da würde sofort die Verlagsversion zur Verfügung stehen. Aber ja, die Postprints, die Zweitveröffentlichungen, die möglich sind, die können dann halt noch Sperrfristen unterliegen. Nach Ablauf der Sperrfrist kann dann aber auch die Öffentlichkeit auf Open Access Kopien von den Repositorien zugreifen, diese herunterladen. Und damit hat eben auch die allgemeine Öffentlichkeit auf die Forschungsergebnisse Zugriff. Das erhöht die Sichtbarkeit und auch hoffentlich dann ihre Zitationsraten. Ja, die Bereitschaft von Verlagen, Zweitveröffentlichungen von Postprints und Preprints zuzulassen, ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist es immer sehr praktisch, wenn man eine Anlaufstelle hat, um zu prüfen, was denn nun genau erlaubt ist. Und das bietet die Sherpa-Romeo-Datenbank. Dazu gab es ja auch am Dienstag schon eine Coffee-Lecture. Ich will gar nicht viel dazu nochmal ausführen, aber bloß kurz für die, die noch nicht dabei waren. Also Sherpa-Romeo beantwortet die zwei wichtigsten Fragen, nämlich einmal, welche Version kann ich ablegen, Preprint, Postprint oder Verlagsversion, und bestehen Embargo- oder Sperrfristen? Wie gesagt, Sherpa-Romeo selbst ist aber keine Rechtsberatung. Letztendlich ist man als Autorin immer selber verantwortlich für das Einstellen von Dokumenten. Ja, es gibt verschiedene Ablage- und Archivierungsorte, auf denen dann Zweitveröffentlichungen eingespielt und archiviert werden können. Zum einen können Sie als AutorInnen institutionelle Repositorien verwenden. Da werden Ihre Dokumente dann meistens dann in Ihrer Institution archiviert. Das ist fachübergreifend dann. In Bremen ist das der Dokumentenserver Media, der Ihnen zur Verfügung steht. Es gibt aber auch disziplinäre Repositorien, da findet dann eine thematische Bündelung statt. Also die sind meistens dann basiert auf Fachdisziplinen. Ich habe ein paar mit auf die Folie gestellt. Ja, für die Wirtschaftswissenschaften wäre das Econstore, Sozialwissenschaften SSOAR. Auch sehr bekannt ist Archive für Mathematik, Informatik und Physik. Ja, in dem Fall bei den disziplinären Repositorien ist es unabhängig davon, welcher Institution Sie als AutorIn angehören. Wie gesagt, hier gibt es dann die thematische Bündelung. Ja, und last but not least, Sie können natürlich auch als Autor, Autorin Ihre Forschungsergebnisse, Ihre Dokumente auf der eigenen Webseite oder auch der Webseite Ihrer Institution hochladen. Hier ist es aber so, dass sie voraussichtlich nicht so rezipiert werden, nicht so sichtbar sind und dass auch die langfristige Verfügbarkeit nicht garantiert ist in vielen Fällen. Self-Archiving wird deshalb häufig auch nicht als Form des Open Access anerkannt, wird zum Beispiel auch in der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen zu Wissen nicht anerkannt, wie gesagt. Ja. Das heißt also als Fazit, Repositorien garantieren am besten die langfristige Zugänglichkeit von Dokumenten. Ja, wenn Sie nicht bei uns auf Media archivieren, zweitveröffentlichen möchten, dann können Sie das natürlich auch in Open Access Repositorien. Eine Liste, welche es da gibt, finden Sie einmal im Directory of Open Access Repositories oder dann auch im Registry of Open Access Repositories. Da sind über 2000 verschiedene Open Access Repositorien aufgeführt, die ganz unterschiedlich bei nach Fachdisziplin, Dokumententyp, nach Land, Sprache und aber auch nach Software gesucht werden können. Ja, noch kurz ein paar Worte zu unserem Dokumentenserver Media. Es steht Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Das Ziel ist auch die Verbesserung der Sichtbarkeit der Bremer Forschung.
Es ist ganz niedrigschwellig auch der Einstieg. Sie können sich mit Ihrer ORCID anmelden. Dann müssen ein paar bibliografische Informationen, ein paar Daten eingegeben werden. Sie können dann den Volltext der Zweitveröffentlichung hochladen. Eine DOI bekommen Sie dann automatisch gestellt. Und Sie können, wenn Sie möchten, eine CC-Lizenz vergeben. Ja, dann geht es an unser Medienbearbeitungsteam und wird umgehend freigeschaltet. Wenn Sie noch mehr Informationen zu Media auch hören wollen, morgen gibt es dann direkt eine Coffee Lecture zu dem Thema, zu unserem Dokumentenserver, zu den ganzen Vorteilen, die Sie auch nutzen können. Ja, und jetzt noch zum Abschluss Green Open Access an der SUB Bremen. Welche Services können wir Ihnen anbieten? Wir unterstützen Sie natürlich sehr gerne bei Zweitveröffentlichungsvorhaben. Hierbei liegt der Fokus für uns auf Zeitschriftenartikeln, die mit Affiliationen zur Universität Bremen erschienen sind. Wir übernehmen dabei die Einschätzung der rechtlichen Voraussetzungen, also die rechte Recherche. Hier muss man wieder anfügen, es ist keine verbindliche Rechtsberatung. Wir sind keine Juristen, sind da drin nicht ausgebildet, aber wir, wie gesagt, führen sehr gerne für Sie eine rechte Recherche durch und unterstützen Sie auch beim Publikationsprozess, also beim Einstellen der Dokumente auf dem Dokumentenserver. Wir wollen es für Sie sozusagen so einfach wie möglich machen, zweit zu veröffentlichen. Was wir da von Ihnen benötigen, wäre, wenn Sie auch retrospektiv gerne Ihre Publikationen zweit veröffentlichen möchten, dann Ihre Publikationsliste, auf Basis derer wir dann die Rechte-Recherche durchführen und gegebenenfalls, wenn Sie das möchten und je nach den Auflagen eben auch der Verlage, was rechtlich möglich ist, würden wir Sie dann bitten, eine Deposit-Lizenz auszufüllen und dann würden wir die Dokumente auf Media einspielen. Wichtig ist natürlich noch, wir brauchen am besten die Postprints. Ansonsten ist es schwer natürlich, Dokumente auf Media zu bringen. Daher auch noch hier die Anmerkung an der Stelle, wenn Sie jetzt ein Publikationsvorhaben angehen haben, dann bitte speichern Sie sich die peer-reviewte Version Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und für später dann für eine mögliche Zweitveröffentlichung, denn die meisten haben dann die Verlagsversion, aber eben nicht das Postprint. Und bei den meisten Verlagen ist es so, dass eben nur das Postprint zweitveröffentlicht werden kann. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt gut gerüstet zum Ziel der Open Access-Publikationen kommen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen auch Green Open Access ein bisschen schmackhaft machen konnte.